Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei meiner Let's Play-Serie von Commander Keen 2. Ja, es ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe und als ich mir gestern meine alten Videos wieder angeschaut habe, habe ich auch festgestellt, wieso das ist. Ich bin nämlich hier an dem letzten Level von Commander Keen 2 kläglichst gescheitert. So, und heute hoffe ich, dass ich nach dem bisschen Erholen von dieser Tragödie, von diesem Drama, es dann vielleicht doch schaffe, da ein bisschen besser das Level zu meistern oder überhaupt mal dieses Level zu beenden. So, und da würde ich sagen, fangen wir doch gleich damit an. So, ich weiß noch, dass hier gleich diese Elite-Gegner kamen, genau. Die ich immer als Ninja Turtles sehe. Und ich weiß auch noch, dass ich hier nicht runterspringen darf. Egal wie sicher ich mich fühle. Deswegen setzen wir das Ganze aus. Diesmal bin ich ein bisschen schlauer. Na komm schon. Spring runter, trau dich. Er will nicht. Ich weiß genau, wenn ich selber runtergehe, dann ist das mein Tod. So, jetzt. Lang genug gewartet. Ja. Einen Versuch habe ich noch. Mann, bin ich heute gut. Vielleicht hätte ich mich erstmal ein bisschen einspielen sollen. So. In der Hoffnung, dass die diesmal selber sich in den Tod stürzen werden. Und außerdem, dass ich diesmal nicht so blöd bin und in meinen eigenen Tod stürze. Ja, zum Glück habe ich doch noch ein Leben. So, falls es diesmal wieder nicht funktioniert. Ja. Tja, das war's dann wohl mit der Erde. Ich habe 4 Städte gerettet, aber die Erde wurde trotzdem in die Luft gejagt. Na gut. Ich würde vorschlagen, ich spiele einfach so lange, bis ich mal ein Stückchen weiter bin, da wo ich das letzte Mal gescheitert bin. Oft genug gestorben bin ich ja schon, während die Kamera gelaufen ist, und dann melde ich mich einfach wieder da zurück. Nach einer kleinen technischen Panne, nachdem ich auch dann die Welt noch ein zweites Mal zerstört habe, huch, das war knapp, und nach insgesamt 5 oder 6 Versuchen, melde ich mich jetzt zurück, hier an der Stelle, die ich bisher noch nicht geschafft habe. So, und so weit war ich bisher noch nicht. So, jetzt weiß ich nicht, muss ich hier runter oder nicht? Ich hoffe einfach mal nicht. Ah, sehr schön. Ich musste runter. So.
Jetzt nur noch drauf warten, dass alle Gegner sich selber einsperren. Na kommt schon. Einer ist da noch. Und vielleicht sollte ich das es dann, ups, tatsächlich schaffen. Commander Keen 2 zu beenden. So, nicht nochmal den Fehler machen und den Schalter umlegen. Ach, da unten sind noch ganz viele Punkte, aber mein Leben ist mir heute wichtiger. Hier unten gab es noch irgendwie Bonuspunkte oder sowas. Wusste ich's doch. Und verdammt, damit habe ich das Spiel noch nicht geschafft. So wie es aussieht, muss ich noch 3 weitere Städte retten. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann sind diese Zickzack-Linien-Levels immer die Levels, bei denen man eine Stadt retten kann. Deswegen mache ich doch jetzt einfach mal mit dem weiter. So. Das sieht gefährlich aus da rechts. Ich glaube, es ist sicherer, wenn ich hier links darauf warte, dass die Roboter mich... Verzeihung, da musste ich gerade husten. Dass die Roboter mich hier hochheben, wollte ich sagen. So. Wie viele Leben habe ich denn noch? 2 Leben habe ich noch. Na, immerhin. Das hätte auch knapper ausgehen können. Hä. Ah. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich hiermit schon wieder eine Stadt in die Luft jage, aber... Nein. Oh, das lasse ich erstmal noch so. Dann kann ich nämlich... Wenn ich das richtig verstehe, hier erstmal das Licht ausschalten. So, dann können die Gegner nämlich nicht mehr springen. So. Und jetzt hole ich noch die Punkte. Ah, ein weiteres Leben. So, jetzt bin ich mir wieder ein bisschen sicherer. Ah ja, da ist das Level ja auch schon zu Ende. Da oben ist das Exit. Und es war eine weise Entscheidung, die Gegner am Springen zu hindern. Und damit habe ich eine weitere Stadt gerettet. Was war es denn diesmal? Rom war es diesmal. Aha. So, bleiben noch 2 Städte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich schon Städte gerettet habe, wo nicht. Das sieht noch nach einer aus. So, die Punkte schenken wir uns jetzt aber. Aber nicht die Sandwiches. Billy hat nämlich immer Hunger. Das ist aber auch kein Wunder, so viel wie er hier hin und her läuft. Und schon wieder ein Leben. Ah, wenn ich mich richtig erinnere, komme ich hier nur von oben nach unten, aber dann nicht mehr wieder hoch. Wollen wir mal schauen, ob das auch so stimmt. Genau. Gut. Huh. Da hätte mich doch glatt einer dieser Tanzwölfe, der Tango-Wölfe, totgetanzt. Nein! Huh. Glück im Unglück, sage ich da nur. So, den müssen wir diesmal leider töten.
Ich will nämlich nicht, wenn ich da unten mit dem, mit dieser schwebenden Plattform fahre, von der Plattform runtergeschoben werden. Das wäre ungünstig. So. Ah, nett. Nein, verdammt! Verdammter Mist. Da konnte ich mich mal wieder nicht bewegen, weil ich gerade geschossen hatte. Also auf ein neues. So, diesmal direkt runter. Nein! Ah! Ich werde unvorsichtig. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich jetzt mal abspeichere. So. Nur für den Fall der Fälle. Ich möchte nicht nochmal das Kopflevel spielen müssen. Nom 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 nom, lecker Sandwich. So, diesmal nicht runterfallen. Ganz essentiell fürs Überleben. Puh, da kam mir der Gegner gefährlich nah. So, ist hier noch einer? Nein. Sieht sicher aus. Und da habe ich Paris gerettet, so wie es aussieht. Genau, das heißt, es fehlt noch eine Stadt. Und wenn ich mich richtig erinnere, könnte das sogar Berlin sein. Level gemacht, Level gemacht. Hier oben sind noch Levels. Ah ja, hier haben wir noch eins. Und wie immer natürlich als erstes das Licht aus. So, nicht, dass wir es bräuchten. Ah, ich kann gar nicht hochspringen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss in diesem Level. Und es ist so dunkel, dass ich auch nicht sehe, wo ich hinlaufe. Aber das sieht doch hier schon ganz gut aus. Na, wie viele verstecken sich noch? Haha. Okay, ich brauche noch beide Schlüsselkarten. Gelb und rot. Also, auf die Suche nach den Schlüsselkarten. Anscheinend kann ich nur hier hoch. Hier links ist doch garantiert eine von den. Na, schade, nur Punkte. Dum, 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 dum. So. Muss ich vielleicht hier hoch? Ah, oh Gott. Ja.
Leider erschießen diese Gegner sich nicht gegenseitig. Das wäre ziemlich von Vorteil. Ah, aber wenn ich das Licht wieder anmache... Oh je, vielleicht war das ja diesmal sogar ein Fehler, das Licht auszumachen. Ah nein, die sind alle versperrt, die Wege hier. Aber so wie es aussieht, wenn ich das Licht wieder anmache, dann springen die da hoch. Hier rechts geht's auch noch irgendwo lang. Ja, genau da sollten sie aber auch hochspringen. Verzeihung, da musste ich schon wieder husten. So. Und so sieht das doch viel angenehmer aus. Ha! Ach, verdammt. Nun ja, ein Versuch war's wert. Ich glaube, der Trick an der Sache ist, Licht ausmachen, gelbe Schlüsselkarte holen, Licht anmachen und rote Schlüsselkarte holen. So, müssen noch drauf warten, dass die alle hochgesprungen sind. Na komm, springt schon. Springt so hoch, wie ihr noch nie gesprungen seid. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Ihr seid schließlich die Vorticon-Elite. Ja, ausgezeichnet. So, dann kann ich ja jetzt wieder nach da unten gehen. Diesmal mit Licht an, was aber keinen Unterschied machen sollte. So, ein blöder Gegner noch. Ich will nicht wieder irgendwo reingeschoben werden. Und dann geht es hier hin. Ja. Runter. Nach links. Los. Dankeschön. Nein, das sieht nach irgendeiner arabischen Stadt aus. Nicht Berlin. Springe ich hier runter? Ich bin mutig. Hätte ich das gewusst, hätte es noch mehr Punkte gegeben. Aber jetzt, ja, genau, nachdem die Waffen deaktiviert wurden, die Waffen des Vorticon-Mutterschiffs, macht sich Billy auf den Weg nach Hause zur Erde. Sogar große Weltraumhelden brauchen ein Nickerchen, nachdem sie irgendjemanden besiegt haben. So schnell konnte ich nicht lesen. Das Vorticon-Schiff springt zurück Richtung Vorticon 6, um von ihrer Niederlage zu erzählen. Der große Intellekt wird nicht erfreut sein darüber. So, wach auf, Billy! Letzte Nacht hat's geschneit. Wunderbar, Mutter. Das wird mir Zeit geben, um irgendwas von den Vorticons loszuwerden. Oh je. Mein Englisch war auch schon mal besser. Ja, und die Mutter sagt, dass Billy lieber vitaminreicher sich ernähren soll. Fortsetzung folgt. Ja, und zwar folgt die Fortsetzung dann in der nächsten Folge mit Commander Keen Episode 3.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn es das getan hat, dann schaut doch gerne auch bei der nächsten Folge wieder vorbei. Damit verabschiede ich mich. Macht's gut!